So. Jetzt aber. Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja. So, wir wollen hier, ich würde jetzt ganz gerne mal hier weiterspielen. Hoffentlich klappt das auch. Bei der letzten Aufnahme hat die Höhle so ein bisschen rumgebackt. Aber gut, das kriegen wir hin. Jo, beim letzten Mal haben wir ja hier den schwarzen Troll gemacht. Da bin ich aus der Höhle rausgegangen. Dann immer, wenn ich in die Höhle rein und raus bin, hat das Spiel ein bisschen rumgebackt. Deswegen bin ich aus der Höhle mit Buggy-Stand rausgegangen, habe gespeichert und deswegen... Naja, gut. So. Wie schon beim letzten Mal gesagt, aber wahrscheinlich, weil ich die Aufnahme gelöscht habe, weiß es keiner mehr, würde ich Folgendes machen, oder mir wünschen. Für die Leute, die noch nicht abgestimmt haben, schreibt es in die Kommentare. Es ist größtenteils schon, meines Erachtens, schon wahrscheinlich beschlossen. Also jetzt nicht von mir, aber wahrscheinlich von den Leuten, die halt zugucken. Wegen der Fraktionswahl. Ich bin offen für alles, aber natürlich habe auch ich einen Favorit. Aber trotzdem muss ich gestehen, dass das alles ein bisschen anders aussieht. Aktuell mache ich es halt so, dass ich mir jeden aufschreibe, der abstimmt. So, dass jeder nur eine Stimme halt hat, ne? Und deswegen hoffe ich auch, dass die Leute, die noch nicht abgestimmt haben, dass die das auch irgendwann machen. Das war cool. So, wie gesagt, Magier, Paladin oder Söldner. Aktuell, wenn sich da in den Kommentaren nichts tut, dann wird das halt so sein, dass ich will mal hier speichern. Dass ich, wie heißt's, Magier werde. Auch wenn ich schon auf Stärke und so ein Kram geskillt bin, aber naja, ist das halt so. Und deswegen für die Leute, die ich noch nicht... benannt habe. Nein, nicht Spielladen, ich möchte speichern. Könnt ihr noch mit abstimmen? Es ist aber ein knappes Ding, muss ich sagen. Drei Leute wollen, dass ich Magier spiele. Vergiss es. Alter, nee. Nicht gegen zwei. Ich probiere es mal, ob ich die so ein bisschen triggern kann. Ja. Geht halt darum, dass ich Magier werde bis jetzt. Drei Leute sind für Magier. Warte mal, habe ich irgendwas, was mir da helfen könnte? Untote vernichten, der Zauber ist mir aber zu mächtig. Es ist nur einer, ich probier's mal. Das wird so nix. Ich muss die einzeln triggern. Und dann... Ja, bei den Skeletten mit den Zweiern-Schwertern ist das echt. Die sind echt mies. Als Gegner. Thank you.
Vor allem, wenn die solche Doppelschläge machen. Nee, das kannst du vergessen. Gegen Skelette kann ich nichts machen. Gut, bleibt die Höhle weg. Kommen wir aber später sowieso nochmal hin. Ja, wie gesagt, wenn ihr da nichts sagt, kann ich eure Wünsche auch nicht berücksichtigen für die Leute, die Gothic 2, das Gothic 2 Let's Play gucken. Deswegen, ja. So, hier muss man auch ein bisschen aufpassen. Hier werden wir auch später nochmal hinkommen, aber ich möchte hier nochmal... trotzdem schon mal mitnehmen, was geht. Na, ein paar Scavenger gehen schon. Nein, keine Goblin-Skelette. Nein, was machst du da? Falsch. Weg. Einer, ja, zwei, nein. Nein, 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 nein. Gut, das war ein Zeichen für mich, dass wir hier noch nichts zu suchen haben. Ich habe das Spiel verstanden. Keine Angst, wir kommen ja noch hier hin. Gut. Naja, wie gesagt, macht Abstimmung und dann werden wir das, dann kann ich alles auch berücksichtigen. Obwohl ich sagen muss, ich glaube, dass ich da, wenn ich mir so die Aufrufe von Gothic 2 angucke, dann werde ich wahrscheinlich nicht viel mehr Stimmen bekommen. Und kann eigentlich mit dem froh sein, was ich habe. Ich weiß jetzt nicht, ob in dem Teich eigentlich was ist. Unterirdische Höhle oder so. Ich glaube es zwar nicht. Aber man weiß es ja auch nicht. Naja, mal gucken. Oh, vier Drachenwurzeln. Die Sonnenaloe brauche ich. Ich guck einfach mal, ob ich das durch das Wasser so ein bisschen durchsehen kann. Man kann ja auch so ein bisschen tricksen. Wenn man das ganz langsam macht. So, jetzt darf man sich nur nicht so viel bewegen. Ich glaube aber, hier gibt es nichts zu holen. Finde ich eigentlich schade. Schade, wäre ein cooles Versteck gewesen, um da irgendwas zu verstecken. Beziehungsweise ein Ort gewesen, um da irgendwas zu verstecken oder so. Naja, macht ja nichts. Genau, wie gesagt. Abstimmen. Ich schreibe die Namen von den Leuten auf, die schon abgestimmt haben, damit auch wirklich nichts doppelt kommt. Aber zwei Leute sind für Paladin, zwei Leute, also ich und eine Freundin, sind für Söldner, ein Kumpel und eine Freundin sind für Paladin und bis jetzt sind drei Leute für Magier. Deswegen, ja. Oder sind es schon vier? Muss ich nochmal nachgucken. Ich habe es mir auf jeden Fall, habe ich mir aufgeschrieben. Sobald ich eine Rückmeldung bekomme und hinterm Rechner sitze und ich mir das aufschreiben kann, mache ich direkt eine, schreibe ich mir das direkt auf. Also von daher ist es nicht verloren, nur weil ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern kann. Silber und Skrog, Lebensenergiebonus. Bringt, ja super.
Gut, mit Pfeil und Bogen laufe ich immer ganz gerne rum, dass ich gucken kann, was hier so rumläuft. Lurker, das Irrlicht kann gefährlich... Ich weiß nicht, ob das wirklich gefährlich werden kann. Die meisten sind uns böse gesonnen. Aber es macht uns keinen Schaden. Dann lasse ich das doch. Hallo, Ehrlich. Ach, komm doch her. Wo ist denn das hin? Da. Doch, doch, das tut uns gut. Ist halt nur doof, dass es nicht spawnt. Da ist nichts zu holen. Armbrust, Armbrust, Lebensenergie 2. Können wir das schon lesen? Ja, super. Lebensenergie 3 können wir noch nicht lesen, ne? Das kann ich nicht lesen. Okay, was haben wir hier? Magie 3. Einhandkampf. Also langsam muss ich gucken, was ich mache. Einhand kann ich ja weiter hingehen und ein bisschen stärker. Das ist nicht das Problem. Das Problem wird halt sein, dass ich wahrscheinlich mir jetzt ein bisschen auf Magie gehen muss, wenn ich Magier werden soll. Und deswegen wird es halt auch langsam Zeit, sich so ein bisschen auszumalen, was man werden will. War hier nichts mehr, ne? Nö. Okay. Da geht's wieder rechts weiter zur Höhle, wo wir schon waren. Das bedeutet, ich gehe jetzt zurück und guck, was ich so machen kann. Ohne, dass ich jetzt bei den hier um meine Söldner aufkomme, Tal auf mich auf die Probe stellen und ich muss mir den Respekt der anderen Söldner verdienen. Gut, Aufnahme bei der Miliz. Ich bin ja schon Bürger der Stadt, das bedeutet, bei der Miliz könnte ich jetzt schon antreten. Bei den Söldnern müsste ich dann noch eine Probe bestehen. Die Probe kann ich bestehen. Dann gebe ich die Quest bei Torloff ab. Kann aber, muss aber noch nicht annehmen. So. Das bedeutet, ich habe eigentlich so storymäßig her jetzt relativ viel ausgelastet. Habe ich noch irgendwo diese Statue, brauche ich auch. Damit kann ich dann nämlich im Kloster aufgenommen werden. Dazu muss ich aber die Option des Addons benutzen. Weil ich habe keine Lust, irgendwie ein Schaf ans Kloster zu bringen und dann noch einen Tausender hinzulegen, nur damit die Troller, nur damit die Idioten mich dort aufnehmen. Das ist mir dann auch zu viel. Heilwurzel behalte ich mal. Ich will hier diesen Kirchplatz mal, diesen Pyramidenplatz mal ein bisschen aufräumen. Da gibt es nämlich auch noch einiges zu finden, aber es wird auch sehr, sehr schwierig. Nee, das ist Dream Projekt. Dream Projekt ist was anderes. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich diesen Part nennen soll. Warte mal, kann ich hier rein? Ja, kann ich. Die Frage ist nur, was erwartet mich auf der anderen Seite? Okay, hier habe ich zwei schwarze Goblins.
Und ein Schattenläufer. So, Goblins sind einzeln oder zu zweit machbar. Ja, hier von den Monstern her gibt es hier ordentlich Probleme. Deswegen immer schön abspeichern, sobald ich irgendwo bin. Ich will mal was gucken, ob ich da vielleicht was machen kann. Ich habe ja gespeichert. Ne, das kannst du vergessen. Der macht mich platt. Okay, Spielstand laden. So funktioniert das also nicht. Es ist nachts, bedeutet er ist wach. Na, komm her. Komm her. Alter, wie schafft er das denn? Der hat das auch eigentlich gar nicht zu schaffen. Mist, okay, das kann ich so nicht machen. Ich könnte es mit Pfeilen versuchen, aber ich glaube, so viele Pfeile habe ich gar nicht, wenn ich den überhaupt treffe. Ja, es ist ein bisschen nervig. Ich habe nur 27 Pfeile. Das kann ich nicht bringen, Leute. Habe ich irgendwas an Spruchrollen? Nee, habe ich auch nicht, okay. Dann besser nicht. Versuche ich das so ein bisschen so zu machen. Gibt es eine Steintafel? Hier gibt es Blutfliegen, aber auch Feuerwarane. Alter Schwede, die sind böse. Vertraut mir einfach. Die Feuerwarane sind böse. Sie sind böse. Ja, hier gibt es eine Menge Gold zu finden. Also sozusagen eine kleine Schatzkammer. Jetzt habe ich auch meinen Videotitel gefunden. Findet man auch von diesen alten Steintafeln. Ich habe ja im Erol schon ein paar gebracht, glaube ich. Ich meine schon, da kann ich die im Watras irgendwann geben. Hat er ja gesagt, dass er die braucht. Okay, rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links. Rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts, 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 links. 17 Pfeile, 120 Gold und oh, Orkschlechter. Schade, dass man den Wert nicht wirklich kriegt. Das wäre schön. Aber gut, hat sich gelohnt. Hab ja nur ein paar Dietriche vergeudet. Von daher passt das schon. So, und ich würde sagen, ja, passt. Spielstand speichern. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, macht's gut, bye bye.